Freundinnen und Freunde der Astrologie, der Oktober wird ein interessanter Monat. Merkur ist zwar rückläufig bis zum 18., aber drei kosmische Schwergewichte werden nach Monaten wieder direktläufig, nämlich Saturn, Jupiter und Pluto. Deshalb geht der Blick insgesamt nach vorn und wichtige Prozesse entwickeln sich weiter. Und das kann ziemlich mitreißend und dynamisch werden. Wie sich die Konstellationen auf die 12 Sternzeichen auswirken und die ausführliche Deutung von Neumond und Vollmond in eurem Horoskop, darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit den kosmischen Tendenzen für den Oktober 2021. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich letzten Monat schon über ein großes Dreieck in den Konstellationen gesprochen habe. Und das ist das Integrations- oder Manifestationsdreieck. Und das setzt sich auch im Oktober weiter fort. Und diesmal wird es von Mars in der Waage verstärkt. Das bedeutet, Gegensätze können jetzt zusammenfinden. Also Menschen, die sich sonst fremd sind oder misstrauisch beäugen, können unter diesen Konstellationen gemeinsam neue Wege gehen. Oder man kann bei Projekten Unterstützung durch ungewöhnliche Leute oder Gruppierungen bekommen. Die Beteiligung von Mars zeigt, dass es dabei ziemlich dynamisch zugeht und um die Einigung muss gekämpft und gerungen werden. Dazu kommt, dass der Merkur vom 27. September bis 18. Oktober rückläufig ist, weshalb sich auch Missverständnisse und Planänderungen ergeben können. Aber wenn wir geduldig bleiben und uns Zeit nehmen, besteht die Chance, dass aus neuartigen Allianzen etwas Konstruktives entsteht. Ich will hier gar nicht spekulieren, was das politisch oder gesellschaftlich bedeuten könnte. Ich wollte euch nur darauf aufmerksam machen, dass wir diese seltene und ungewöhnliche Konstellation haben und euch ermuntern, selbst zu beobachten, wie sich die Dinge nun entwickeln werden, zum Beispiel bei der Regierungsbildung in Deutschland. Im persönlichen Erleben ist wahrscheinlich viel Psychologie und Innenschau im Spiel, weil Chiron, der verwundete Heiler, stark aktiviert wird. Auch der rückläufige Merkur unterstützt uns dabei, den Blick nach innen zu richten und Entwicklungen aus unserer Vergangenheit mit einzubeziehen. Die Versöhnung von Gegensätzen, ob nun in uns selbst oder mit wichtigen Menschen aus unserem Leben, kann zu einer Heilung führen. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Ich sehe auf jeden Fall ein positives Potenzial in diesen Konstellationen und empfehle euch, bei kleineren Rückschlägen oder Verständigungsschwierigkeiten nicht aufzugeben. Ich verlinke euch dazu mal einen fabelhaften und interessanten Psychologie-Podcast unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr echt heilsame Impulse erhalten. Gleich gehen wir noch die wichtigsten Aspekte des Monats durch und anschließend kommt der Teil mit den 12 Sternzeichen. Vorher gibt es aber noch Geschenke und ein paar wichtige Infos. Bald ist es soweit. Am 14. Oktober beginnt meine Meisterklasse. In diesem Kurs erfahrt ihr alles über das Herzstück der Astrologie, die Aspekte und Transite. Und die braucht ihr für alles, um die Psychologie des Geburtshoroskops zu verstehen, um Prognosen zu machen und um Partnerschaftshoroskope zu deuten. Das wird ein ganz toller Kurs und ihr könnt euch noch bis zum 30. September zum Super-Sonder-Frühbucher-Rabatt anmelden. Mehr Infos gibt es im Serviceteil am Ende des Videos und hier auf der Infokarte. Außerdem auch in meinen aktuellen Livestreams. Jetzt gibt's Geschenke! Ich habe mir ein schönes Halloween-Geschenk für euch überlegt. Ihr bekommt das Dossier mit den Texten für das Monatshoroskop Oktober diesmal kostenlos geschenkt und könnt es euch auf meiner Homepage downloaden. Ich hoffe, das gefällt euch. Dazu gibt es einen Direktlink und den findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und dann habe ich auch eine tolle Verlosung. Der neue Antonias Sternekalender 2022 ist fertig und auch schon erhältlich. Und ein Exemplar davon verlose ich unter meinen YouTube-Abonnentinnen und Abonnenten. Ich finde, der Kalender ist wieder wunderschön geworden und ich hoffe, ihr seht das genauso. Mehr zur Verlosung gibt's am Ende des Videos im Serviceteil. Und hier ist die glückliche Gewinnerin aus dem September, Daniela Tempesta. Herzlichen Glückwunsch, liebe Daniela. Du erhältst eine persönliche Jahresvorschau. Melde dich bitte unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse bei uns. Jetzt schauen wir in die Konstellationen für den Oktober. Zum Start in den Monat wird Chiron, der verwundete Heiler, durch Mars und Sonne aktiviert. Das kann durchaus zu Auseinandersetzungen führen.
Aber die Einbindung in die Harmonieaspekte drumherum erzählt eben auch von der Chance, dass Konflikte letztlich Heilungsprozesse anstoßen können. Der Mars wird gewissermaßen gezähmt durch Saturn. Das bedeutet, dass seine Kräfte konstruktiv eingesetzt werden können, zum Beispiel um in einer gemeinsamen Anstrengung etwas zustande zu bringen. Am 1. Oktoberwochenende sorgt zudem die Mondin im Löwen dafür, dass wir gemeinsam aktiv werden und etwas Schönes unternehmen können. Übrigens, tägliche Inspirationen zu den Mondaspekten findet ihr auf meinem Instagram-Account und der heißt auch Antonias Sterne. Sehr spannend ist die Neumond-Konstellation vom 6. Oktober um 13.05 Uhr. Der Neumond im Beziehungszeichen Waage steht dann neben Kampfplanet Mars und in Verbindung zum rückläufigen Merkur. Das heißt, wir engagieren uns in und für unsere Beziehungen, müssen aber auch aufpassen, dass es nicht zu Streitigkeiten und Missverständnissen kommt. Zum Glück haben wir einen Joker mit Glücksplanet Jupiter. Das heißt, unser Denken ist grundsätzlich wohlwollend und lösungsorientiert. Zukunft und Vergangenheit kommen hier zusammen. Wir sollten zurückblicken und uns überlegen, welche Fehler wir nicht nochmal wiederholen wollen. Welche Beziehungsmuster wollen wir überwinden? Was können wir aus unseren Beziehungen für die Zukunft lernen? Das sind Fragen, die der Neumond aufwirft und mit denen wir uns auch in Meditationen und Ritualen beschäftigen können. Auch Lilith, unsere innere Schamanin, ist an der Konstellation beteiligt. Sie kann uns nicht nur helfen, ein gutes Ritual mit den richtigen Zaubersprüchen zu kreieren, sondern sie macht uns auch darauf aufmerksam, welche seelischen Kräfte und vielleicht auch Schattenanteile, die wir verdrängt hatten, nun integriert werden können. Der Mondknoten steht dabei und weist in eine ähnliche Richtung, nämlich dass die Integration von Gegensätzen uns in unserer persönlichen Entwicklung weiterbringt. Das gilt auch für die Integration von Menschen, beispielsweise wenn ihr jemanden in euer soziales Umfeld oder in ein Team einbinden wollt. Der rückläufige Merkur weist darauf hin, dass viele Prozesse erstmal innerlich stattfinden. Im Alltag und in der Gesellschaft braucht es wahrscheinlich mehr Zeit. Es müssen noch weitere Meinungen gehört werden oder Informationen fehlen noch. Bevor man etwas beschließen kann, muss man sicherlich noch abwarten, bis der Merkur wieder direkt läuft, am 18. Oktober. Und es gelten auch wieder die üblichen Vorsichtsmaßnahmen. Bei Meetings und Vorhaben mehr Zeit einplanen und wichtige Verträge möglichst erst nach dem 18. unterschreiben. Wenn das nicht möglich ist, müssen Verträge und Vereinbarungen besonders sorgfältig geprüft werden. Wir müssen klarstellen, dass Aussagen und Vereinbarungen von allen richtig verstanden werden. Es ist immer gut, Gesprächsprotokolle zu formulieren, die sich alle nochmal anschauen. Und man sollte sich einfach mehr Zeit nehmen und damit rechnen, dass Missverständnisse aufgeklärt werden müssen und fehlende Informationen vielleicht nochmal extra Zeit beanspruchen oder zu Veränderungen führen. Wenn ihr das berücksichtigt, kommt ihr gut durch die Rückläufigkeitsphase des Merkurs. Immerhin bildet er nämlich währenddessen eine Reihe von sehr positiven Aspekten zu den großen Playern Jupiter und Saturn. Und so haben wir vom Neumond am 6. bis zum 18. Oktober sogar eine besonders produktive Phase. Da können wir trotz Merkurs Rückläufigkeit eine Menge bewegen und erreichen. Dabei hilft uns auch, dass Saturn, Jupiter und Pluto diesen Monat wieder direktläufig werden, nachdem sie vorher zwischen 3 und 5 Monaten rückläufig waren. Davon werden bestimmt unsere langfristigen Projekte profitieren. Und darin steckt auch das Potenzial, dass wir als Gesellschaft und in der Politik Fortschritte machen. Für die Liebe und die Beziehungen müssen wir uns anschauen, was die Venus macht. Bis zum 6. Oktober steht sie im Skorpion und bildet schöne Romantik- und Finanzaspekte. Am 7. Oktober wechselt sie dann ins Zeichen Schütze, was in unseren Beziehungen Optimismus und Abenteuerlust aufkommen lässt. Für den Rest des Monats erhalten dann auch Freundschaften und Businesskontakte gute Impulse. Aber das Ganze bringt auch Herausforderungen mit sich, denn die Venus aktiviert um den 11. Oktober herum die Mondknotenachse und Lilith. Das ist ein Symbol dafür, dass sich manche von uns mit Beziehungskarma auseinandersetzen müssen. Damit greift die Venus die Themen vom Neumond in der Waage wieder auf. Wundert euch nicht, wenn ihr im Oktober häufiger zurückdenkt, wie eure Beziehungen bisher gelaufen sind. Vielleicht denkt ihr auch über eine Paartherapie nach. Dafür wäre der Oktober gut geeignet. Außerdem trifft die Venus ja eben hier auch auf Lilith und dann haben wir eine Art Konfrontation zwischen den beiden Göttinnen. Das kann auf Konfliktsituationen zwischen Frauen hindeuten.
vielleicht auch im gesellschaftlichen Zusammenhang, etwa dass Fragen um Frauenrechte in den Fokus rücken. Wer davon betroffen ist und wie sich das im persönlichen Horoskop auswirken kann, darauf gehe ich nachher ausführlich in den Sternzeichenhoroskopen ein. Jedenfalls bringt die Zeit vom 9. bis 19. Oktober heikle Momente und weil Lilith beteiligt ist, werden wahrscheinlich auch unangenehme Wahrheiten ausgesprochen oder heimliche Affären öffentlich gemacht. Vielleicht können wir in der Promi-Welt einen diesbezüglichen Skandal beobachten. Am 20. Oktober ist Vollmond im Widder und auch dabei wird Heilerplanet Chiron wieder aktiviert. Es ist eine vielschichtige Konstellation, denn der Vollmond steht gleichzeitig kritisch zu Krisenplanet Pluto und positiv zu Glücksplanet Jupiter. Da können wir üben, achtsam zu sein und nicht mit Worten auch noch Öl ins Feuer zu gießen. Worte können jetzt heilen oder auch verletzen, je nachdem, wie man sie einsetzt. Sehr inspirierend ist die Konstellation, wenn ihr spirituell und magisch arbeitet. Mit liebevoller Ritualarbeit und therapeutischer Zuwendung können die Spannungen, die in der Luft liegen, als Heilungsenergie kanalisiert werden. Dann können sich Gegensätze versöhnen. Ihr könnt euch zu dem Thema auch nochmal die Heilmeditation von Jenny Apple anhören. Da geht es um die Versöhnung der Kräfte von Chiron und Lilith. Das passt sehr gut zu diesen Konstellationen und es ist außerdem eine unglaublich schöne und auch überraschende Fantasiereise. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Am 23. Oktober um 6.51 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und läutet die geheimnisvollste Zeit des Jahres ein. Jetzt sind wir gehalten, uns mit der Kraft unserer Ahnen zu verbinden und unsere Herkunft zu ehren. Das Zeichen Skorpion hat ja eine sehr esoterische Seite. Die steht für Stirb- und Werdeprozesse, für das Verstehen und Akzeptieren der Tatsache, dass der Lebenskreislauf nur funktionieren kann, wenn eine Generation der nächsten Platz macht. Der Skorpion beherbergt auch das berühmte Fest aus dem spirituellen Jahreskreis des Herbstes, Samhain. Und auf dieses Fest geht auch das kirchliche Allerheiligen zurück und es ist auch der Ursprung von Halloween. Zu den Konstellationen kommen wir gleich. Vorher gibt es aber noch ein paar andere wichtige Aspekte. Zwischen dem 23. und dem 28. Oktober bildet die Venus eine Spannung zu Verzauberungsplaneten Neptun. Das ist ein klassischer Aspekt für heimliche Liebschaften oder auch um sich Illusionen über eine Beziehung zu machen. Liebesträume und Wirklichkeit vertragen sich dann nicht so gut. Am Wochenende des 23. und 24. Oktober wird das Ganze auch noch von der Mondin in den Zwillingen verstärkt und von Lilith. Und dann können heimliche Affären auffliegen, denn es herrscht ein starkes Bedürfnis, darüber zu reden und andere damit zu konfrontieren. Übrigens sind Aspekte von Venus und Neptun auch finanziell heikel, denn man neigt dazu, den Wert einer Sache falsch einzuschätzen oder man bringt die Zahlen durcheinander. Also Vorsicht! Da gehe ich auch in den Sternzeichenhoroskopen nochmal drauf ein. Die gute Nachricht ist, ab dem 28. und bis Halloween bringt ein schöner Aspekt von der Venus zu Glücksplanet Jupiter sowohl in der Liebe als auch finanziell die Chance auf ein Happy End. Am 30. Oktober passiert noch was sehr Wichtiges, dann geht nämlich der Mars aus der Waage in den Skorpion, wo er für die nächsten 6 Wochen sehr starke und auch durchdringende und anhaltende Kräfte entwickelt. Das ist eine ganz andere Energie als Mars in der Waage vorher. Und das schauen wir uns im November-Video näher an. Ob und wie wir Halloween feiern können, ist im Moment schwer einzuschätzen. Die Sterne meinen aber, dass zumindest im kleinen Rahmen einiges möglich ist und auch, dass wir uns was einfallen lassen, um diesen besonderen Tag zu würdigen. Die ursprüngliche Bedeutung von Samhain ist ja, dass sich ein energetisches Tor öffnet, wodurch wir in diesen Tagen leichter in Kontakt mit den Geistern unserer Ahnen kommen können. Und das kann man gut heimlich, still und magisch feiern und mit einem entsprechenden Ritual würdigen. Außerdem zeigt eine Konstellation mit Uranus, dass wir zu Halloween auch mit einer positiven Überraschung rechnen dürfen. Anregungen, wie ihr ein persönliches Ritual gestalten könnt, findet ihr in meinem Video zum Göttinnen-Neumond und dazu gibt es auch ein PDF-Dossier zum Download. Findet ihr alles unten in der Videobeschreibung. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen im Oktober. Jetzt kommen wir zu den Sternzeichenhoroskopen. Dazu solltet ihr noch wissen, dass ich da drin zwar wichtige Tendenzen deuten kann, aber nicht alle eure persönlichen Transite.
denn ihr habt ja zahlreiche weitere Faktoren im Horoskop, die kosmische Einflüsse empfangen. Wenn ihr euch darin nicht wiederfindet, könnt ihr auch eine Beratung oder ein schriftliches PDF-Horoskop in Anspruch nehmen. Darin werden alle Faktoren eures persönlichen Horoskops gedeutet. Mehr Infos dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und noch ein Tipp zu den Sternzeichen-Videos. Schaut euch auf jeden Fall auch den Beitrag zu eurem Aszendentenzeichen an. Da stecken bestimmt auch wertvolle Infos für euch drin. Und jetzt geht's los mit den einzelnen Sternzeichen und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Hallo, ihr wunderbaren Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Im Oktober dürft ihr euch auf ein Liebeshighlight und viele Aktivitäten in euren Beziehungen freuen. Allerdings habt ihr den ganzen Monat über Kampfplanet Mars im Partnerhaus. Das ist einerseits gut, denn dadurch kommen wichtige Prozesse in der Partnerschaft in Bewegung. Doch es zeigt auch eine Neigung, sich in Beziehungen öfter zu kabbeln oder zu streiten. Dazu trägt auch der rückläufige Merkur bei. Missverständnisse und Planänderungen können zusätzlich zu Unstimmigkeiten führen. Lasst euch nicht provozieren und geht davon aus, dass die meisten Zwischenfälle nicht aus böser Absicht geschehen. Bleibt am besten konstruktiv, denn ihr erhaltet gleichzeitig auch viele günstige Aspekte. Und dadurch könnt ihr mit Teamarbeit und gemeinsamen Anstrengungen sowohl beruflich wie auch privat eine Menge bewegen und erreichen. Vieles hängt in den ersten 10 Tagen des Monats davon ab, ob ihr die Kontenance bewahrt und die hohe Energie einsetzt, um Leute zu motivieren und mitzureißen, oder ob ihr euch auf Streitereien einlasst und dadurch wertvolle Möglichkeiten vergebt. In diesem Geschehen spielt auch Heilerplanet Chiron eine große Rolle. Der steht ja hier bei euch im Zeichen. Vielleicht solltet ihr überlegen, ob es nicht eine wichtige Aufgabe gibt, gesellschaftlich oder auch persönlich, für die ihr euch kämpferisch einsetzen wollt. Am besten gemeinsam mit Gleichgesinnten. Oder auch ganz einfach ein sportliches Ziel. Das wäre eine gute Möglichkeit, diese Kräfte zu bündeln und das Beste draus zu machen. Der Neumond am 6. Oktober in der Waage aktiviert eure Partnerschaftsthemen und auch wieder Heiler Chiron. Denkt doch mal drüber nach, ob es psychologische oder auch körperliche Probleme gibt, die angeschaut werden wollen und wie die sich vielleicht im Zusammenhang mit einer Beziehung zeigen. Streitigkeiten können jetzt zu großen Verletzungen führen. Da müsst ihr aufpassen. Doch wenn ihr euch konstruktiv auseinandersetzt, kann das eben auch zur Heilung einer Beziehungssituation beitragen. Es bietet sich an, im kommenden Mondzyklus etwas zu tun, was euren Beziehungen dient. Und wenn ihr noch Single seid, habt ihr gute Chancen, in den kommenden 4 Wochen jemand Neues kennenzulernen. Dabei hilft euch auch die Venus. Die geht nämlich am 7. Oktober in den Schützen. Und für den Rest des Monats kommt dann eine angenehme und liebevolle Energie auf. Wahrscheinlich seht ihr dann eventuell Konflikte in einem neuen und viel optimistischeren Licht. Für Festliierte ist das eine schöne Zeit, um Zukunftspläne zu schmieden. Und falls ihr im Oktober gemeinsam verreist, dürft ihr euch auf abenteuerliche Momente und Inspirationen freuen. Singles können der Liebe auf Reisen oder bei Fortbildungen begegnen. Beruflich kann es ein sehr konstruktiver und erfolgreicher Monat werden, vor allem wenn ihr den Teamgedanken hochhaltet. Wertvolle Hilfe und Unterstützung erhaltet ihr von guten Freundinnen und Freunden und die holen euch auch manchmal auf den Boden zurück. Auch auf die bewährten Kontakte eures beruflichen Netzwerks könnt ihr euch verlassen, wenn ihr sie nicht durch unbedachte Äußerungen vor den Kopf stoßt. Eine beruflich etwas kritische Phase gibt es vom 16. bis 22. Oktober, besonders für die Geborenen der 3. Dekade. Da sieht es nach einem Machtkampf aus oder jemand versucht, eure Position zu untergraben. Aber es gibt auch Leute, die euch fördern und zu euch halten. Mit denen solltet ihr in dieser Zeit engen Kontakt halten und überhaupt generell einen kühlen Kopf bewahren. Dabei hilft sicherlich, dass der Merkur am 18. Oktober wieder direktläufig wird. Heikel ist aber nochmal der Vollmond im Widder, der ist am 20. Oktober und da seid ihr schnell gereizt und könntet überreagieren. In diesen Tagen kann euch sicher die 90-Sekunden-Regel von Nutzen sein, eine mentale Übung, die euch hilft, in aufgebrachten Momenten in eurer Mitte zu bleiben. Die gibt es als schriftliches Dossier zum Nachlesen oder ihr schaut euch mein Video über Mars im Widder nochmal an.
Am 23. Oktober früh morgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert eure festen und verbindlichen Partnerschaften. In den kommenden 4 Wochen rücken auch Fragen und Entscheidungen um gemeinsame Finanzen und Verträge in den Vordergrund. Die letzte Oktoberwoche verspricht erfreulich zu werden, besonders die Tage vom 28. bis Halloween. Gute Kontakte mit netten Leuten, Einladungen und gemeinsame Unternehmungen stehen jetzt auf dem Plan. Und falls ihr euch wirklich mit jemandem zerstritten hattet, sind das auch günstige Tage, um sich wieder zusammenzuraufen. Am besten bei gemeinsamen Aktivitäten, die Spaß machen. Auch für die Festliierten sind das schöne Tage. Schaut doch mal, ob es die Möglichkeit für eine kleine Reise zu zweit gibt. Am 30. Oktober passiert noch was Wichtiges. Euer Herrscher Mars wechselt dann in den Skorpion, wo er für die nächsten 6 Wochen stark steht und euch seelische und körperliche Kraft schenkt. Mehr dazu dann im November-Horoskop. Das waren eure Tendenzen im Oktober und den Text dazu könnt ihr kostenlos auf meiner Homepage downloaden. Das ist mein Halloween-Geschenk und das habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Ihr genießt noch bis zum 7. Oktober ein Liebeshighlight mit romantischen Konstellationen. Singles können dann interessanten, ein wenig geheimnisvollen und leidenschaftlichen Menschen begegnen. Auch innige Momente in euren Freundschaften bringt diese erste Oktoberwoche. Achtet nur darauf, dass ihr keine Verabredungen verpasst, denn der Merkur ist ja vom 27. September bis zum 18. Oktober rückläufig. Gesundheitlich kann der Monat ein bisschen unruhig werden. Es sind Rückschläge möglich und ihr neigt zu Entzündungsreaktionen oder Allergien. Möglich auch, dass euch eine Situation auf der Arbeit gesundheitlich zu schaffen macht. Aber da könnt ihr was dran tun. Der Neumond vom 6. Oktober könnte ein wichtiger Gesundheitsneumond werden. Er schenkt euch die Kraft, einen Durchbruch zu erreichen. Zum Beispiel, indem ihr eine schlechte Gewohnheit durch eine gute neue ersetzt. Und er kann euch auch seelische Prozesse bewusst machen, die vielleicht die wahren Gründe für wiederkehrende Zipperlein sind. Ihr könnt jetzt Ursachenforschung betreiben und in der Neumondmeditation um Einsichten und Erkenntnisse bitten. Auch spirituelle oder schamanische Techniken können euch jetzt sehr helfen, wenn ihr dafür offen seid. Solltet ihr auf der Suche nach einer neuen Behandlungs- oder Heilmethode sein, eignet sich der neue Mondzyklus dafür, hier fündig zu werden. Falls nicht die Gesundheit, sondern die Jobsituation ein Thema ist, geht es vielleicht um Leute auf der Arbeit, mit denen die Chemie nicht stimmt. Auch darüber könnt ihr Erkenntnisse erhalten und gegebenenfalls das Gespräch suchen. Das aber bitte erst nach dem 18. Oktober. Ihr dürft damit rechnen, dass Angelegenheiten, denen ihr zu diesem Neumond Aufmerksamkeit widmet oder die ihr euch wünscht, sich positiv entwickeln werden. Beruflich kann es ein erfolgreicher Monat für euch werden, indem es euch gelingt, verschiedene Aspekte unter einen Hut zu bringen oder auch unterschiedliche Leute an einen Tisch zu bekommen. Besonders günstig sind hier die Tage vom 11. bis 15. Oktober. Wichtig ist dabei, dass ihr euch für eure Vorhaben genug Zeit nehmt und sorgfältig die Details prüft, solange der Merkur rückläufig ist, also bis zum 18. Oktober. Am 20. Oktober ist Vollmond im Widder und der aktiviert erneut eure Gesundheitsthemen bzw. beruflichen Angelegenheiten, mit denen ihr euch auch zu Neumond beschäftigt hattet. Ihr solltet dann innehalten und zurückdenken, was sich in den letzten beiden Wochen diesbezüglich getan hat. Seid ihr der seelischen Ursache eines Gesundheitsproblems auf die Spur gekommen? Hat sich euch vielleicht ein Zusammenhang zwischen Job und Gesundheit gezeigt, der hilfreich ist? Für den Rest des Monats könnt ihr nun aktiv werden und Gespräche führen und die Chancen, dass ihr Termine bei der Heilerin oder dem Arzt eurer Wahl bekommt, sind gut. Am 23. Oktober früh morgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen euer Partnerhaus. Das ist natürlich super für euer soziales Leben und bestimmt erhaltet ihr in den kommenden Wochen Einladungen zu Geburtstagsfeiern und die Menschen suchen eure Gesellschaft. Bis zum Monatsende, jetzt im Oktober, kann es allerdings vorübergehend Frustrationen geben, besonders für die Geborenen der ersten Dekade, zum Beispiel weil berufliche Anforderungen dazwischen kommen, wenn ihr etwas Privates vorhabt. Einige von euch dürfen in der letzten Oktoberwoche mit einer interessanten beruflichen Chance rechnen und haben hervorragende Finanzaspekte.
Möglich auch, dass es eine Ausschüttung aus einem bestehenden Vertrag gibt oder dass sich durch eure feste Partnerschaft eine finanzielle Chance ergibt. Die Sterne raten euch auch, bei wichtigen beruflichen Entscheidungen die Meinung eurer Beziehungspartner und Partnerinnen einzuholen, denn der Zusammenhalt ist gut und ihr erhaltet wertvolle Unterstützung von euren Lieben. Überhaupt sind die Aspekte für feste Partnerschaften ab dem 26. Oktober bis Halloween zärtlich und angenehm. Da sich aufgrund des Feiertags am 1. November ein langes Wochenende ergibt, solltet ihr schon mal planen, was ihr gemeinsam unternehmen wollt. Ihr werdet bestimmt schöne Tage zusammen erleben. Für die Singles wird spannend, dass am 30. Oktober der Mars in den Skorpion geht und dann für 6 Wochen euer Partnerhaus aktiviert. Das erhöht die Chance, Leute kennenzulernen. Vor allem männliche Verehrer tauchen dann auf und die können sich als sehr leidenschaftlich erweisen. Mehr dazu dann im November-Horoskop. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop mit allen Sternzeichen gibt es zum Download auf meiner Homepage und zwar als Halloween-Geschenk völlig kostenlos. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge-Geborenen und Zwillinge-Aszendenten. Freut euch auf einen Monat voller Inspirationen, interessanter Begegnungen und mit der Kraft, Wünsche zu manifestieren. Die Erfolgsplaneten Saturn und Jupiter stehen super günstig und außerdem auch die aktuellen Planeten in der Waage. Wermutstropfen mag sein, dass der Merkur vom 27. September bis zum 18. Oktober rückläufig ist und der beeinflusst euch ja stark. Missverständnisse und Rückzieher sind deshalb möglich. Aber wenn ihr für eure Vorhaben etwas mehr Zeit einplant, alle Details sorgfältig prüft und damit rechnet, dass manches anders oder chaotischer verläuft als geplant, werdet ihr trotzdem einen guten Monat haben. Der Neumond am 6. Oktober fällt in den kreativen Bereich eures Horoskops und regt euch an, über eure Herzensprojekte nachzudenken. Das solltet ihr schon deshalb tun, weil Lilith in eurem Zeichen einen starken Einfluss ausübt. Es wird euch zunehmend wichtiger, dass eure Projekte und auch Beziehungen erfüllend sind und interessant, selbst wenn sie vielleicht aus dem Rahmen fallen oder manchen Menschen als unpassend erscheinen. Schon seit September, aber auch noch jetzt im Oktober, lassen sich scheinbar unversöhnliche Gegensätze leichter ausgleichen. Sei es, dass eure Freundinnen und Freunde ein neues Verständnis für eure Aktivitäten entwickeln oder dass ihr jemand Ungewöhnliches Neues in eurem sozialen Umfeld vorstellen und integrieren könnt. Oder ein Konflikt im Freundeskreis kann geheilt werden. Eine weitere Möglichkeit ist, dass ihr Teammitglieder findet, die sich für die gleichen ausgefallenen Ideen begeistern wie ihr und euch bei der Verwirklichung eurer Projekte unterstützen. Im Idealfall habt ihr einen kreativen Beruf, bei dem ihr diese Konstellationen wunderbar nutzen könnt. Vielleicht werdet ihr auch selbst in ein fabelhaftes neues Team gerufen und stellt fest, dass dort genau an den Sachen gearbeitet wird, die ihr liebt. Zu allen diesen Themen könnt ihr euch zum Neumond etwas wünschen oder um Einsichten und Erkenntnisse bitten. Wenn ihr selbst etwas Neues beginnen wollt, denkt dran, dass der Merkur rückläufig ist und wartet gegebenenfalls bis zum 18. Oktober, bevor ihr es der Öffentlichkeit präsentiert. Ihr dürft davon ausgehen, dass sich vieles von dem, was ihr zu Neumond beschließt oder beginnt, in den kommenden 4 Wochen bzw. 12 Monaten positiv entwickeln wird, auch wenn es vielleicht am Anfang noch etwas dauert. Am Tag nach dem Neumond wechselt die Venus ins Zeichen Schütze und damit in euer Partnerhaus. Grundsätzlich ist das eine gute Nachricht. Ihr dürft mit Einladungen und geselligen Anlässen rechnen, bei denen man euch dabei haben will. Auch für die Singles erhöhen sich für 3 Wochen die Chancen deutlich, jemanden kennenzulernen. Allerdings kann es passieren, dass euer Beziehungskarma ein Thema wird. Vielleicht taucht jemand aus der Vergangenheit auf und möchte Dinge klären. Und je nachdem, wo ihr jetzt in eurem Liebesleben steht, kann das schön, aber auch schmerzlich sein. Auch eine Konkurrenzsituation zwischen euch und einer anderen Frau führt in dieser Zeit möglicherweise zu Komplikationen. Die Zeit vom 9. bis zum 21. Oktober kann in der Liebe sehr intensiv, aber auch kritisch sein. Das hängt davon ab, wie ihr eure Beziehungen bisher gestaltet habt.
Falls ihr eine geheime Liebschaft am Laufen habt, beschließt ihr nun womöglich, dass die Wahrheit ans Licht muss und konfrontiert die Beteiligten. Das ist der Einfluss von Lilith. Und das kann dann sehr befreiend wirken, macht die Sache aber nicht unbedingt einfacher. Das solltet ihr euch also gut überlegen. Am 18. Oktober wird der Merkur wieder direktläufig und falls Dinge gehakt haben oder Informationen fehlten, wird es dort wieder vorwärts gehen. Der Vollmond am 20. Oktober im Widder steht günstig und aktiviert erneut eure kreativen Bestrebungen. Neumond und Vollmond sind übrigens auch toll für Zwillinge, die therapeutisch arbeiten. Ihr könnt wunderbare Inspirationen für eure therapeutischen Ansätze erhalten und vielleicht sogar neue entwickeln. Haltet Notizbuch oder Smartphone bereit, um eure Ideen jederzeit festzuhalten. Am 23. Oktober früh morgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen euren Berufsalltag. Gut möglich, dass ihr noch bis zum Monatsende eine neue Verantwortung aufgeladen bekommt, die mit viel Arbeit verbunden ist. Wenn ihr sie annehmt, könnt ihr damit beruflich Pluspunkte sammeln. Beachtet dabei bitte, dass es vom 20. bis 27. Oktober zu Fehleinschätzungen kommen kann, besonders bei finanziellen Vereinbarungen. Doch direkt im Anschluss wendet sich das Blatt zum Guten. Vom 27. Oktober bis zum 4. November habt ihr eine sehr schöne Liebesphase. Genial, um jemanden kennenzulernen. Ihr könnt dann auch vorangegangene Verstrickungen lösen und Konfliktsituationen zu einem glücklichen Ende bringen. Und die Zeit ist auch wunderbar, um das lange Wochenende mit Halloween zu genießen. Das waren eure Tendenzen im Oktober und den Text könnt ihr auch nochmal nachlesen. Als Geschenk zu Halloween gibt es das Dossier vom Monatshoroskop kostenlos zum Download auf meiner Homepage und den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Hallo ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Im Oktober rückt euer Familienleben in den Fokus und bis zum 7. Oktober genießt ihr außerdem ein Liebeshighlight. Das ist eine kuschelige Phase und für Singles eine gute Zeit, um eine Romanze zu beginnen. Und zwar vor allem für die Geborenen der 3. Dekade. Die Konstellationen stärken außerdem eure festen Partnerschaften und lenken viel Energie in euer Privatleben mit Familienmitgliedern und Mitbewohnern. Hier solltet ihr das Gespräch suchen, denn es steht eine etwas anstrengende Zeit bevor und dann ist es gut, wenn ihr an einem Strang zieht und gleichermaßen von euren Entscheidungen überzeugt seid. Es kann sogar hilfreich sein, wenn ihr Wichtiges notiert, damit ihr später darauf zurückgreifen könnt. Der Merkur ist vom 27. September bis 18. Oktober rückläufig und das bringt Missverständnisse mit sich oder Uneinigkeit darüber, wie das Gesagte zu verstehen war. Der Neumond am 6. Oktober fällt in euren privaten Bereich und aktiviert den Mars, der den ganzen Monat über in der Waage steht und stressige Aspekte bildet. Es bietet sich an, dass ihr innehaltet und euren Familienangelegenheiten Aufmerksamkeit schenkt und entscheidet, wie ihr in den nächsten 4 Wochen bzw. 12 Monaten mit euren Anliegen umgehen wollt. Es kann darum gehen, wer welche Aufgaben im Haushalt übernimmt. Oder vielleicht habt ihr ein Renovierungsprojekt in Angriff genommen und habt die Handwerker im Haus und da muss einiges koordiniert werden. Denkbar sind auch Konflikte mit männlichen Mitbewohnern oder Familienmitgliedern, die ihren eigenen Kopf haben oder alles hinterfragen, was entschieden wird. Ihr könnt zu Neumond einen Familienrat abhalten oder für euch allein meditieren oder ein Ritual durchführen, je nachdem, welche Themen anstehen. Es kann übrigens auch um eure Karriere und Lebensziele gehen. Ihr befindet euch in einem Spannungsfeld zwischen beruflichen Entscheidungen und den Bedürfnissen eures Privatlebens. Vielleicht wollt ihr euch um ein Familienmitglied kümmern und braucht dafür mehr Zeit, was aber bei euren Vorgesetzten auf wenig Gegenliebe stößt. Oder ihr wollt mit eurer Karriere weiterkommen, während euch gleichzeitig Anforderungen seitens der Familie beschäftigen. Durch den rückläufigen Merkur können außerdem noch Verständigungsprobleme und Verzögerungen auftreten. Das alles kann euch innerlich sehr aufwühlen, so dass ihr womöglich eure ganze berufliche Ausrichtung in Frage stellt. Langfristig steht Chiron im Karrierehaus, der verwundete Heiler, und der zeigt euch, dass ihr lernen müsst, euch und euren Zielen treu zu bleiben, auch wenn wichtige Menschen darunter zu leiden scheinen. Es gibt Entscheidungen, die müssen einfach sein und ihr könnt es nicht jedem recht machen. Schaut doch mal, wem ihr euch anvertrauen könnt und setzt klare Prioritäten
Und auch dafür könnt ihr sehr gut diesen Neumond nutzen. Die Venus zeigt, dass ab dem 7. Oktober und für den Rest des Monats Kolleginnen und Kollegen wohlwollend und hilfsbereit sind. Vom 14. bis zum Vollmond am 20. Oktober habt ihr, wie schon in der ersten Oktoberwoche, gute Konstellationen, um Lösungen zu finden und Unterstützung zu erhalten. Für einige von euch, besonders die Geborenen der dritten Dekade, sind die Spannungen aber noch spürbar bis zum 25. Oktober. Der Vollmond im Widder testet euch, ob ihr wirklich zu euren Entscheidungen steht. Jetzt solltet ihr stark bleiben. Es sieht ganz so aus, als ob eure Liebespartner und Geschäftspartner und sogar die anfänglich renitenten Familienmitglieder dann auf eurer Seite stehen. Spirituelle Krebse erhalten außerdem Hilfe aus der geistigen Welt. Eure innere Schamanin ist für euch da. Am 23. Oktober frühmorgens geht die Sonne in den Skorpion und bildet dann für 4 Wochen harmonische und stärkende Aspekte. Es wird Zeit, das Erreichte zu feiern. Zum Beispiel mit den Kolleginnen und Kollegen, die euch zur Seite gestanden haben. Selbst mit Kontrahenten könnt ihr jetzt mal anstoßen, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Manchmal geht es eben nicht um Liebe, sondern um Respekt. Aber jetzt könnt ihr allmählich den Spaßfaktor wieder hochhalten und durchatmen. Sei es, dass ihr wieder mehr kuschelt, euch euren Hobbys widmet oder an Herzensprojekten werkelt. Ihr werdet jetzt auch Freude mit euren Kindern haben und könnt euch im Kreise eurer Lieben entspannen, am besten sogar durch aktive gemeinsame Unternehmungen. Die Konstellationen zu Halloween zeigen eine angenehme Überraschung an, vielleicht eine nette Einladung oder ihr beschließt, spontan zu feiern. Am 30. Oktober zieht der Mars weiter in den Skorpion und bildet dann für 6 Wochen schwungvolle und kräftigende Aspekte für euch. Dann könnt ihr die Initiative ergreifen und die Dinge umsetzen, für die ihr so hart gekämpft habt. Mehr dazu dann im Horoskop für den November. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Als Halloween-Geschenk gibt es das Dossier mit dem Monatshoroskop kostenlos auf meiner Homepage zum Download. Und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Der Oktober scheint ein ergiebiger Monat für euer soziales Leben zu werden. Euer seriöser und ernsthafter Umgang mit Menschen kommt gut an. Gleichzeitig seid ihr interessiert und offen für ungewöhnliche Leute oder die Beschäftigung mit einem gesellschaftlichen oder politischen Engagement. Und das macht euch Spaß. Diejenigen von euch, die Herausforderungen in der Partnerschaft zu meistern haben, können im Oktober einen guten Zusammenhalt erleben und sich wieder näher kommen. Auch beruflich habt ihr überwiegend günstige Tendenzen, vor allem für Marketing, Kommunikation und Verkauf. Ihr könnt andere von euren Vorhaben überzeugen und euch im besten Licht präsentieren. Beachtet dabei nur bitte, dass der Merkur vom 27. September bis zum 18. Oktober rückläufig ist. Das kann wohl zu dem einen oder anderen Missverständnis beitragen, vor allem im Kollegenkreis. Dann solltet ihr nicht die Geduld verlieren. Nehmt euch einfach die Zeit, euch zu vergewissern, dass ihr richtig verstanden wurdet. Oder haltet Vereinbarungen schriftlich fest. Dann kommt ihr auch damit klar. Günstig ist die Phase, um zu recherchieren, zu forschen und Ideen zu formulieren. Anschaffungen wie ein neues Auto oder eine neue Telefonanlage solltet ihr allerdings auf die Zeit nach dem 18. Oktober verschieben. Wenn ihr langfristig unter dem Einfluss von Uranus steht und welche Geburtstagskinder das sind, das könnt ihr in meinem Jahrbuch nachlesen, dann müsst ihr generell mit gewissen Unwägbarkeiten rechnen. Es können sich plötzlich Gelegenheiten ergeben, vor allem beruflich, und dann müsst ihr schnell reagieren. Auch größere Planänderungen sind möglich, eventuell auch durch Entscheidungen in der Firma, die euch betreffen. Aber jetzt im Oktober werdet ihr damit wahrscheinlich sehr geschmeidig umgehen können und der Monat ist günstig, um solche Veränderungen konstruktiv und harmonisch hinzubekommen. Am 6. Oktober haben wir den Neumond in der Waage, der euch sehr inspirieren dürfte. Er regt euch gedanklich stark an und ist besonders schön, wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet, zum Beispiel als Autorinnen oder Blogger oder im journalistischen oder therapeutischen Bereich. Ihr könnt neue Strategien entwickeln, ein Buch beginnen oder endlich Tagebuch schreiben. Außerdem kann der Neumond auch einen Neubeginn mit euren Geschwistern oder Nachbarn anzeigen. Auch für ein neues Forschungsprojekt ist er gut oder falls ihr selbst eine Therapie beginnen möchtet.
Denn mit dem rückläufigen Merkur kann man gut Hintergründe recherchieren und sich zurückerinnern. In all diesen Bereichen könnt ihr in den 4 Wochen nach dem Neumond gute Fortschritte machen. Am 7. Oktober geht die Venus in den Schützen und dann habt ihr in der Liebe für den Rest des Monats wunderbare Aussichten. Das ist eine anregende Zeit voller Zuversicht und Enthusiasmus. Sei es, dass ihr mit eurem festen Partner Pläne macht und euch aneinander freut, oder sei es, dass ihr eine vielversprechende neue Romanze beginnt. Auch erotisch sind es verspielte, schöne Wochen. In eurem Freundeskreis kann es allerdings in diesem Monat zu Spannungen kommen, vor allem zwischen dem 9. und dem 16. Oktober. Und ihr werdet möglicherweise nach eurer Meinung gefragt oder um Hilfe gebeten. In dem Fall raten die Sterne, einfach erstmal zuzuhören und da zu sein. Das reicht oft schon. Der Vollmond am 20. Oktober steht günstig und anregend für euch. Wenn ihr künstlerisch tätig seid, empfangt ihr nun einen richtigen Schub kreativer Inspiration. Und falls ihr einen Liebespartner habt, ist das auch eine sehr schöne Konstellation für erotische Momente. Am 23. Oktober frühmorgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert für 4 Wochen den privaten Bereich eures Horoskops. Familienangelegenheiten rücken dann mehr in den Fokus. Weil sich im November einige Spannungen zusammenbrauen, solltet ihr den Oktober wann immer möglich dazu nutzen, um mit den Menschen, die ihr liebt, zusammenzurücken und eure Verbindung zu stärken. Zum Beispiel, indem ihr euch Zeit für gemeinsame Hobbys oder gemeinsamen Sport nehmt und natürlich auch für Kuscheleinheiten. Ihr könnt im Oktober zusammenrücken, um die eventuell anstehenden Herausforderungen im November gemeinsam zu meistern. Dass die kommen werden, darauf weist auch der Mars hin. Der Kampfplanet wechselt am 30. Oktober in den Skorpion und bildet dann für 6 Wochen stressige Aspekte zur Löwesonne. Das schauen wir uns dann im November-Horoskop ausführlicher an. Der Oktober klingt mit harmonischen Aspekten aus, vor allem in der Liebe. An dem langen Wochenende mit Halloween solltet ihr euch Zeit für eure Herzensmenschen nehmen. Ihr werdet viel Spaß miteinander haben. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Ich hoffe, ihr könnt sie genießen. Den Text könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt's als Halloween-Geschenk kostenlos zum Download auf meiner Homepage und ein Link unten in der Videobeschreibung führt euch direkt dahin. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Im Oktober scheint euer berufliches Fortkommen stark im Fokus zu stehen und ihr habt sicherlich sehr viel zu tun. In der ersten Woche habt ihr außerdem schöne Liebestendenzen. Ihr dürft euch auf romantische Momente und einen zärtlichen Gedankenaustausch freuen. Falls ihr eine neue Romanze begonnen habt, könnt ihr euch näher kommen und spürt die gemeinsame Wellenlänge. Nehmt euch bis zum 7. Oktober auf jeden Fall Zeit für die Liebe, denn es kann sein, dass später im Verlauf des Monats viel Hektik aufkommt und wenig Zeit für innige Momente bleibt. Beachten solltet ihr generell, dass der Merkur vom 27. September bis 18. Oktober rückläufig ist. Es kann also zu Missverständnissen und Fehlinformationen kommen, und zwar besonders im Hinblick auf finanzielle Vereinbarungen und Verträge. Hier müsst ihr sehr aufpassen und mit dem Unterschreiben möglichst noch abwarten. Wenn das nicht geht, bitte auch das Kleingedruckte sorgfältig prüfen und darauf achten, dass beide Seiten die Vereinbarung wirklich genau verstanden haben. Der Neumond am 6. Oktober in der Waage fällt bei euch ins kosmische 2. Haus, wo es um Besitz und Selbstwert geht. Und da ist auch der rückläufige Merkur unterwegs. Es kann also darum gehen, einen Kassensturz zu machen und eure finanziellen Verpflichtungen neu zu durchdenken. Falls ihr merkt, dass es da Probleme gibt, könnt ihr mit dem rückläufigen Merkur gut forschen und die Hintergründe aufdecken. Nur neue Verträge solltet ihr möglichst erst nach dem 18. Oktober abschließen, wenn der Merkur dann wieder direkt läuft. Vielleicht betrifft euch die Konstellation aber auch psychologisch und zu diesem Neumond könnt ihr gut über Fragen rund um euer Selbstwertgefühl reflektieren. Was braucht ihr, um euch wertvoll zu fühlen? Bekommt ihr genug Wertschätzung von euren festen Partnern oder Familien entgegengebracht? Was könnt ihr tun, um euer Selbstwertgefühl aufzubauen? Eventuell kann es sich auch lohnen, Glaubenssätze rund ums Geld zu beleuchten. Denn Geld ist ja Energie und die kann nicht fließen, wenn man sie durch negative Glaubenssätze blockiert. Insofern würde sich zu diesem Neumond ein Ritual zum Thema Reichtum und Fülle anbieten und wie ihr sie in euer Leben ziehen könnt.
Anregungen zur Gestaltung eines Rituals findet ihr in meinem Video zum Göttinnen-Neumond und dazu gibt es auch ein PDF-Dossier zum Download. Am 7. Oktober wandert die Venus in den Schützen und aktiviert bis zum 5. November den privaten Bereich eures Horoskops. Vom 8. bis zum 18. Oktober ergeben sich intensive Tage. Da könnte ein Familiengeheimnis oder Familienkarma euch beschäftigen. Vielleicht bekommt ihr auch Besuch von Familienmitgliedern, die ihr lange nicht gesehen habt. Und das löst alte, vielleicht schmerzliche Gefühle aus. Solltet ihr in einem Familienbetrieb arbeiten, kann es auch eine stressige Phase sein, in der Berufliches und Privates sich kaum auseinanderhalten lassen. Es könnte sich auch eine problematische Konkurrenzsituation mit einer Frau ergeben, möglicherweise einer Vorgesetzten. Oder ihr bekommt Druck, falls ihr selbst Chefin seid. Vielleicht deswegen, weil ihr euch zu Hause um jemanden kümmern müsst. Jedoch gibt es Kolleginnen oder Kollegen, auf die ihr euch verlassen könnt. Ihr müsst dann allerdings um Hilfe bitten oder aktiv etwas organisieren. Zum Glück wird am 18. der Merkur wieder direktläufig und danach lässt sich die Situation wahrscheinlich recht gut aufklären. Der Vollmond am 20. Oktober beleuchtet erneut das Thema Selbstwert und gemeinsame Finanzen, zum Beispiel eure Glaubenssätze zum Thema Geld. Schaut mal, was sich euch da zeigt und woran es sich lohnen würde, weiterzuarbeiten. Chiron, der verwundete Heiler, ist an dieser Konstellation beteiligt. Und falls es an eurer Einstellung zum Selbstwert und Reichtum etwas zu heilen gibt, könnt ihr im laufenden Mondzyklus gute Fortschritte dabei machen. Am 23. Oktober frühmorgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert euren Wissensdurst und Forscherdrang. Außerdem begünstigt sie den Kontakt zu euren Geschwistern und Nachbarn. Da dürftet ihr in den nächsten 4 Wochen einen guten Zusammenhalt erleben. In der Liebe gibt es etwas heikle Aspekte vom 23. bis 27. Oktober, vor allem wenn ihr unter dem Einfluss von Neptun steht. Das ist eine Zeit, in der Singles besonders aufpassen müssen, nicht in eine Dreiecksgeschichte zu geraten. Womöglich wollt ihr aus Verliebtheit bestimmte Dinge nicht wahrhaben oder schätzt sie falsch ein. Wer davon genau betroffen ist und mehr Einzelheiten zu dem Neptun-Transit, habe ich im Jahrbuch ganz ausführlich beschrieben. Anschließend sind die Aspekte dann deutlich harmonischer. Für euch würde sich das lange Wochenende mit Halloween anbieten, um auszuspannen und etwas für eure Gesundheit zu tun. Gleichzeitig empfangt ihr einen positiven Überraschungsaspekt und seid für spontane Aktionen oder Einladungen offen. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es als Halloween-Geschenk völlig kostenlos zum Download auf meiner Homepage und einen Direktlink findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten. Freut euch auf einen schönen Geburtstagsmonat, selbst wenn der rückläufige Merkur hin und wieder etwas Sand ins Getriebe streut. Insgesamt sind die Aspekte stärkend und konstruktiv und versprechen außerdem einiges an Spaß und Selbstverwirklichung. Unterschiedliche kosmische Kräfte verbinden sich in Harmonie zum Waagezeichen und dadurch entstehen interessante Synergieeffekte. Ihr seid in eurem Element, denn ihr stiftet ja gern Kontakte und Beziehungen. Durch eure Initiative kommen die erstaunlichsten Leute zusammen, um sich auszutauschen und es können aufregende neue Projekte entstehen. Diese Tendenz besteht schon seit dem September und verhilft euch auch im Oktober noch zu einigen Erfolgen, sowohl beruflich als auch für euer Sozialleben. Das bedeutet auch, dass die Singles unter euch sehr anziehend auf andere wirken und vor allem ab dem 7. Oktober und für den Rest des Monats schöne Möglichkeiten haben, Leute kennenzulernen. Der Mars in eurem Zeichen verleiht euch Energie und Schwung. Nur in den ersten Tagen des Monats raten die Sterne, ein bisschen kürzer zu treten und euch auch mal Auszeiten zu gönnen. Vielleicht gibt es auch Beziehungspartner, die erkrankt sind und Hilfe brauchen. Trotzdem dürfte die Stimmung insgesamt gut sein und ihr findet für jedes Problem eine Lösung. Beachten müsst ihr allerdings, dass der Merkur vom 27. September und noch bis zum 18. Oktober in eurem Zeichen rückläufig ist. Wählt also eure Worte immer sorgfältig und achtet darauf, dass ihr auch wirklich verstanden werdet, denn es kann sein, dass ihr und euer Gegenüber ein und dieselbe Aussage ganz unterschiedlich auffassen. Haltet Vereinbarungen am besten schriftlich fest und unterschreibt neue Verträge, möglichst erst nach dem 18. Oktober. Und noch was anderes ist wichtig.
Bleibt geduldig. Und das ist nicht immer leicht mit Mars im eigenen Zeichen. Ihr habt jetzt viel Kraft und Schwung und wollt am besten alles sofort umsetzen, aber nicht alle können da mitziehen. Doch mit etwas Geduld und Verständnis wird es funktionieren. Am 6. Oktober ist Neumond in der Waage, für euch der wichtigste im ganzen Jahr. Zeit innezuhalten und Pläne für die Zukunft zu machen. Wie soll euer neues Jahr aussehen? Wie die nächsten 4 Wochen? Mit wem wollt ihr zusammenarbeiten und mit wem nicht? Welche Menschen und Gelegenheiten möchtet ihr in euer Leben ziehen? Nutzt den Neumond, um euch über solche wichtigen Fragen und Ziele bewusst zu werden und Energie hineinzugeben. Am besten in einem schönen Ritual. Anregungen, wie man eine persönliche Zeremonie gestalten kann, findet ihr in meinem Video vom Göttinnen Neumond. Und dazu gibt es auch ein Dossier zum Download. Am 7. Oktober wechselt die Venus in den Schützen und bildet dann für knapp 4 Wochen sehr erfreuliche Aspekte zur Waagesonne. Das ist super für Kommunikation, wenn ihr mit Texten oder als Lehrende arbeitet, wenn ihr mit PR und Leuten zu tun habt oder Meetings macht. Auch eine gute Zeit, um mit euren Geschwistern anzudocken und den guten Draht zu netten Nachbarn zu pflegen. Etwas heikel ist die Phase vom 9. bis 19. Oktober. Worte, die dann gesprochen werden, können eine heilsame, aber auch verletzende Wirkung haben. Seid achtsam, was ihr aussprecht, aber auch was andere zu euch sagen. Vielleicht merkt ihr es nicht gleich, aber innerlich können scheinbar lockere Bemerkungen tiefe Spuren hinterlassen, besonders wenn es um Beziehungsthemen geht. An diesen Konstellationen ist Chiron beteiligt, der verwundete Heiler, und der steht in eurem Partnerhaus. Deshalb ist auch die Heilung einer Beziehung möglich, wenn ihr entsprechend bewusst und liebevoll damit umgeht. Für ein künstlerisches Projekt oder auch für eure Persönlichkeitsentwicklung kann es eine sehr tiefschürfende und positive Phase sein, besonders wenn ihr an etwas arbeitet, was auch gesellschaftlich relevant ist. Ihr könnt jetzt Dinge erschaffen oder der Öffentlichkeit präsentieren, die die Menschen bewegen und zum Nachdenken anregen. Ab dem 18. läuft der Merkur wieder direkt und unterstützt euch bei Kommunikation und Marketing. Der Vollmond im Widder am 20. Oktober betrifft euch ebenso persönlich wie der Neumond und beleuchtet eure Partnerschaften. Die Tage rund um den Vollmond können sehr emotional sein, wobei die Geborenen der ersten und zweiten Dekade wahrscheinlich eher glückliche Gefühle erleben, während die Geburtstagskinder der dritten Dekade möglicherweise mit einer schwierigen Familiensituation konfrontiert sind. Trotzdem erhaltet ihr auch positive Impulse, um eventuelle Probleme oder Konflikte zu einem glücklichen Ende zu bringen. Am 23. Oktober um 6.51 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und geht dann in den Skorpion. In den kommenden 4 Wochen geht der Fokus dann auf eure Werte und Besitztümer. Zum Beispiel könnt ihr euch die Finanzierung wichtiger Herzensprojekte beschäftigen. Der Oktober endet mit angenehmen und liebevollen Aspekten. Wenn es Erfolge zu feiern gibt, lasst eure Lieben und alle, die euch unterstützt haben, daran teilhaben. Falls möglich, könnt ihr spontan zu Halloween einladen und alle werden kommen. Das waren eure Tendenzen im Oktober. Den Text könnt ihr auch nochmal als PDF nachlesen. Das Dossier zum Monatshoroskop gibt es als Halloween-Geschenk kostenlos zum Download auf meiner Homepage und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Freut euch auf einen Start in den Monat mit superschönen Romantikaspekten, besonders für die Geborenen der dritten Dekade. Die Venus steht noch bis zum 7. Oktober in eurem Zeichen. Das solltet ihr ausnutzen, um eure Beziehungen zu pflegen und euch selbst Gutes zu tun. Singles auf der Suche können andere mühelos faszinieren. Und längerfristig steht ja auch der aufregende Uranus in eurem Partnerhaus. Dadurch trefft ihr neue und überraschende Menschen und die Singles können sich leicht verlieben, oft in Leute, die gar nicht in ihr sonstiges Beuteschema passen. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Jahrbuch. Doch jetzt im Oktober ist es gut möglich, dass ihr mehr Zeit für euch selbst braucht, um euch anderen Themen zu widmen, zum Beispiel der Gesundheit. Der Neumond in der Waage am 6. Oktober und auch der Widder-Vollmond am 20. Oktober aktivieren die Heilungsachse in eurem Horoskop. Und falls ihr gesundheitliche Probleme habt oder Zipperlein, ist der Neumond ideal, um sich dem zuzuwenden und Eingebungen und Erkenntnisse zu empfangen, was ihr für die Heilung tun könnt.
Zum Beispiel, wenn ihr eine neue Behandlungsmethode finden wollt oder eine passende Heilerin oder Arzt. Möglich auch, dass ihr durch diesen Neumond erkennt, welche mentalen Blockaden und Glaubenssätze sich bei euch auch körperlich niederschlagen. Bei einigen von euch sind auch die Themen Arbeitsplatz und Gesundheit verknüpft. Kann es sein, dass euer Arbeitsumfeld sich negativ auf euer Wohlbefinden auswirkt? Oder dass ihr in einem stressigen Heilberuf arbeitet, was euch zuweilen unter die Haut geht? Zu all diesen Themen bieten sich sowohl am Neumond wie auch zu Vollmond am 20. Oktober Heilmeditationen oder Rituale an. Anregungen dazu findet ihr in meinem Video zum Göttinnen-Neumond oder in meinem PDF-Dossier über das persönliche Ritual. Die Stellung von Saturn und Jupiter zeigt, dass auch viel Energie und Überlegungen in euren privaten und häuslichen Bereich gehen. Das können Renovierungs- oder Reparaturarbeiten sein, die schon länger anstehen. Möglich auch, dass ältere Familienmitglieder Zuwendung und Betreuung brauchen oder dass wegen ihnen Bereiche im Haus neu gestaltet werden müssen. Solche Themen beschäftigen euch längerfristig und sind oft mit Stress und Arbeit verbunden. Doch jetzt im Oktober geht vieles leichter und harmonischer voran und ihr unterhaltet Unterstützung seitens der Familie oder fester Beziehungspartner. Möglich ist auch, dass eure Kinder häufiger Besuch mitbringen und mehr Leben in der Bude ist. Auch wenn euch das gelegentlich stresst, könnt ihr dann doch das Gute darin sehen und auch Spaß daran haben. Wenn ihr umziehen wollt, kann das ein guter Monat sein, um ein Haus oder eine Wohnung zu finden. Und wenn ihr im Besitz einer Immobilie seid, warten hier Aufgaben und Fortschritte, zum Beispiel indem ihr neue MieterInnen findet. Für die fest liierten Skorpione spielen auch die Beziehungspartner und Partnerinnen eine große Rolle. Sie haben ihren eigenen Kopf und erstaunliche Ideen und ihr tut gut daran, auf sie zu hören, denn sie scheinen euch Glück zu bringen. Möglicherweise habt ihr auch eine interessante Finanzpartnerschaft, durch die ihr Gelder erschließen könnt, die aber auch Mitspracherecht beansprucht. Ihr könnt mit Menschen, mit denen ihr finanziell oder persönlich verbunden seid, gute Fortschritte bei euren Vorhaben machen. Denkt dabei aber dran, dass der Merkur vom 27. September bis zum 18. Oktober rückläufig ist und unterschreibt neue Verträge möglichst erst danach. Wenn es gar nicht anders geht, müsst ihr sehr gründlich sein und geduldig alle Details durchgehen. Mündliche Absprachen solltet ihr zur Sicherheit schriftlich protokollieren. Etwas heikel kann die Zeit vom 9. bis 19. Oktober werden, zumindest dann, wenn finanzielle Angelegenheiten ungeklärt sind. Vielleicht taucht jemand aus der Vergangenheit auf und Berechnungen, zum Beispiel bei Sorgerechtsfragen oder Schuldentilgungen, müssen nochmal neu aufgerollt werden. Das lässt sich aber im letzten Monatsdrittel gut klären. Da werden die Aspekte harmonisch. Am 23. Oktober morgens um 6.51 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen eure Vitalität, Kraft und Lebensfreude. In den Tagen darauf gibt es vielleicht noch eine größere Aufgabe oder Verantwortung zu bewältigen, beispielsweise in der Familie. Die Kraft dafür erhaltet ihr auch bald. Denn am 30. Oktober wechselt der Mars in den Skorpion in euer Zeichen und schenkt euch viel Energie. An dem langen Wochenende mit Halloween könnt ihr gut was mit der Familie unternehmen. Vielleicht kommt aber auch eine spontane Einladung aus dem Freundeskreis oder durch einen neuen Flirt herein. Lasst euch überraschen. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt's als Halloween-Geschenk kostenlos auf meiner Homepage zum Download und den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hallo ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Ein schöner Monat mit vielversprechenden Liebestendenzen wartet auf euch. Euer soziales Leben blüht und gedeiht und wenn euch Anfang Oktober das Reisefieber packt und ihr vielleicht jemanden besuchen wollt, schaut doch mal, ob ihr noch einen Kurztrip machen könnt. Das würde euch gefallen. Dann könnt ihr nochmal auftanken, denn es sieht so aus, als würdet ihr im Oktober richtig rödeln und viele Dinge bewegen. Beruflich läuft es dann am besten, wenn ihr viel mit Menschen zu tun habt. Gute Kontakte und Beziehungen sind jetzt das A und O für euer Fortkommen. Die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn bilden außerdem super Aspekte für alles, was mit Kommunikation und Marketing zu tun hat.
Der Neumond am 6. Oktober in der Waage begünstigt Aktivitäten und Neuanfänge in euren Freundschaften und auch im beruflichen Netzwerk oder bei gesellschaftlichen oder politischen Aktivitäten. In diesen Bereichen kann sich in den kommenden 4 Wochen bzw. 12 Monaten ganz viel tun. Deswegen solltet ihr den Neumond nutzen, um darüber nachzudenken. Wen möchtet ihr in euer Leben ziehen? Welche beruflichen Kontakte können euch bei wichtigen Projekten unterstützen? Wen möchtet ihr im Team dabei haben? Es kann aber auch nötig werden, sich von Leuten zu trennen, mit denen euch nicht mehr so viel verbindet. Dann schenkt euch der Neumond in Verbindung mit Mars den Mut, die nötigen Schritte zu gehen. Vielleicht wollt ihr aber auch einfach nur eure Freundinnen und Freunde dazu animieren, gemeinsam mit euch ein sportliches Projekt zu beginnen. Denn gemeinsam macht das Training mehr Spaß und eure Begeisterung wirkt ansteckend. Zu all diesen Themen könnt ihr am Neumond eure Wünsche formulieren und ein Ritual durchführen. Beachten müsst ihr dabei, dass der Merkur vom 27. September bis 18. Oktober rückläufig ist. Es kann wichtig und hilfreich sein, wenn ihr bei der Planung neuer Projekte auch nochmal zurückblickt und euch erinnert, ob es vielleicht Dinge gibt, die ihr nicht nochmal wiederholen wollt oder aus welchen Fehlern der Vergangenheit ihr lernen könnt, um bei den neuen Projekten unbelastet in die Zukunft zu blicken. Ideal wäre, wenn ihr wichtige Verträge erst ab dem 18. Oktober unterschreiben würdet. Wenn das nun mal nicht geht, müsst ihr alle Details besonders sorgfältig überprüfen und schriftlich festhalten. Und seid darauf gefasst, dass noch neue Informationen auftauchen, die zu Änderungen führen können. Am 7. Oktober geht die Venus in den Schützen und lässt euren Charme aufleuchten. Ihr steht dann häufiger im Mittelpunkt und dürft euch auf gesellige Anlässe und Einladungen freuen. Außerdem ist es auch für euren Job günstig, wenn ihr etwas präsentieren möchtet. In Meetings wisst ihr mit eurem guten Auftreten zu überzeugen und was ihr sagt, hat Hand und Fuß. Singles haben dann bis zum 23. Oktober eine wunderbare Phase, um einen Seelenpartner zu treffen. Damit verbunden kann auch sein, dass Beziehungskarma ins Bewusstsein aufsteigt. Vielleicht begegnet ihr jemanden, den ihr schon aus der Vergangenheit kennt. Falls euch Liebeserlebnisse unter die Haut gehen, solltet ihr nach innen schauen und das liebevoll wahrnehmen und annehmen. Ihr könnt euch selbst besser kennenlernen und vielleicht sogar ein altes Beziehungsthema, das nun hochkommt, heilen. Wenn ihr schon gebunden seid, müsst ihr allerdings ein wenig aufpassen. Zwischen dem 9. und dem 19. Oktober könnte eine Konkurrentin ein Auge auf euren Schatz werfen. Auch kann es sein, dass ihr jemanden kennenlernt, der oder die bereits gebunden ist. Aber die übrigen Tendenzen sind so günstig, dass es euch gelingen sollte, das schnell zu durchschauen und entsprechend zu handeln, bevor größerer seelischer Schaden entsteht. Der Vollmond am 20. Oktober greift die Themen vom Neumond wieder auf und dann ist auch der Merkur wieder direktläufig. Jetzt nehmen eure Pläne und Absprachen Gestalt an. Am 23. Oktober früh morgens geht die Sonne in den Skorpion und weckt bei den spirituellen Schützen den Wunsch nach Zeit und Muße für ihre magische und geistige Praxis. Generell braucht ihr während der Skorpionzeit öfter mal Rückzugsphasen. Es gibt aber noch ein berufliches Highlight, und zwar vom 28. Oktober bis 5. November. Da steht das Telefon wahrscheinlich nicht still, es gibt wichtige Absprachen zu treffen und ihr könnt viel bewegen. Ihr werdet bei euren Vorhaben unterstützt oder könnt selbst anderen weiterhelfen, was diese euch dann in der Zukunft danken werden. Diese Powerzeit solltet ihr noch mitnehmen, danach habt ihr euch eine Auszeit verdient. In der Liebe gibt es allerdings noch ein paar heikle Tage vom 25. bis 30. Oktober. In der Zeit ist die Gefahr gegeben, einer Illusion zu erliegen oder in eine Dreiecksgeschichte hineinzugeraten. Seid achtsam und schaut genau hin. Ein Happy End ist möglich. Auf eure guten und Freundinnen und Freunde ist auf jeden Fall Verlass. Falls es zu Halloween möglich ist, würdet ihr bei einem Treffen oder einer Party viel Spaß haben. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF-Dossier zum Monatshoroskop gibt es als Halloween-Geschenk kostenlos auf meiner Homepage zum Download mit einem Link dahin unten in der Videobeschreibung. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Die Planeten in der Waage, allen voran Kampfplanet Mars, aktivieren im Oktober euer Karrierehaus. Und das bedeutet, es gibt viel zu tun.
Allerdings ist auch der rückläufige Merkur dabei und alle zusammen bilden stressige Aspekte zu eurer Sonne. Deshalb wird es wahrscheinlich kein Spaziergang. Aber ich denke, erfolgreich werdet ihr auf jeden Fall sein. Gut läuft es, wenn ihr vertraute Strukturen und ein eingespieltes Team habt. Neue oder komplizierte Projekte und unbekanntes Terrain bergen dagegen einige Herausforderungen. Der Merkur kann zu Missverständnissen führen, Informationen fehlen oder Leute machen einen Rückzieher. Aber ihr könnt euch darauf vorbereiten. Plant genug Zeit für eure Vorhaben ein, damit ihr nicht in die Bredouille geratet, wenn sich Pläne ändern. Und nehmt euch vor, geduldig zu sein. Das ist nun nicht einfach bei stressigen Mars-Aspekten. Da kann euch die 90-Sekunden-Regel gute Dienste leisten. Eine mentale Übung, um in Konfliktsituationen in eurer Mitte zu bleiben. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem Video über Mars im Widder und es gibt sie auch als Dossier zum Nachlesen, zum Download auf meiner Homepage. Wenn ihr das beherzigt, könnt ihr im Oktober viel erreichen, denn Mars ist auch ein Antreiber für euer berufliches Fortkommen. Der Neumond am 6. Oktober aktiviert alle diese Themen. Es bietet sich also eine Meditation oder ein Ritual an, in dem ihr euch auf berufliche Vorhaben konzentriert und um die nötige Gelassenheit und Unterstützung bittet, alles gut hinzubekommen. Bis zum 7. Oktober unterstützt euch ein schöner Venus-Einfluss. Freunde und auch wichtige berufliche Kontakte stehen euch dann zur Seite. Danach müsst ihr euch schon bewusst ein bisschen um eure Beziehungen und euer Liebesleben kümmern, damit nicht die gesamte Energie nur in den Job geht. In eurer Wohn- oder Familiensituation könnte es eine Baustelle geben, die einige Zuwendung erfordert und im Konflikt mit euren beruflichen Anforderungen steht. Das müsst ihr eventuell organisieren oder euch persönlich Zeit dafür nehmen, euch drum zu kümmern. Auch das könnt ihr in die Neumond-Meditation einfließen lassen. Gegebenenfalls solltet ihr Freunde, Familienmitglieder oder euren Schatz einfach mal um Hilfe und Verständnis bitten und die Situation erklären, statt alles allein regeln zu wollen. Und tragt bitte beruflichen Ärger und Stress nicht nach Hause. Auch wenn Familienmitglieder oder Beziehungspartner nach außen hin die Fassung bewahren, könnten sie sich innerlich zurückziehen. Und dann machen sie vielleicht ihre eigenen Pläne und ihr seid außen vor. Darunter würdet ihr wahrscheinlich sehr leiden, denn Karriere hin oder her, für die meisten Steinbock-Geborenen ist die Familie das Wichtigste im Leben. Leichter habt ihr es, wenn ihr alleinstehend seid. Ihr könnt euch dann eure Zeit frei einteilen und seid niemandem Rechenschaft schuldig. Von Uranus und Neptun empfangt ihr außerdem langfristig günstige Aspekte, um zu flirten und neue Leute kennenzulernen, wenn ihr euch denn die Zeit dafür nehmt. Für alle Steinbock-Geborenen weist Chiron darauf hin, dass ihr eure Gesundheit im Auge behalten müsst. Wenn ihr euch permanent übernehmt, kriegt ihr Probleme. Deshalb, egal wie viel ihr zu tun habt, schaut, dass ihr Lücken im Terminkalender lasst, um euch durch Ausgleichssport oder Yoga oder Meditation zwischendurch zu entspannen und wieder in eure Mitte zu finden. Günstig steht Chiron, wenn ihr im gesundheitlichen oder spirituellen Bereich arbeitet. Dann seid ihr vermutlich sehr inspiriert und schenkt euren Patientinnen und Klienten viel liebevolle Aufmerksamkeit. Das gilt vor allem für die Zeit vom 10. bis 21. Oktober. Ab dem 18. Oktober ist der Merkur wieder im Vorwärtsgang und eure beruflichen Angelegenheiten dürften gut vorangehen. Der Vollmond am 20. aktiviert nochmal das Spannungsfeld zwischen Beruf und Privatleben, das diesen Monat so aktiv ist. Im Job habt ihr wahrscheinlich ein verlässliches Team. Schaut doch mal, ob euch da nicht jemand entlasten kann, falls euch euer Privatleben beansprucht. Am 23. Oktober frühmorgens geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen Freundschaften, das soziale Leben und berufliche Kontakte. Das ist günstig für euer Fortkommen, aber es ist auch wichtig, dass ihr der Familie sowie Partnerinnen und Partnern zeigt, wie viel sie euch bedeuten. Vom 26. bis 30. Oktober habt ihr einen vorteilhaften Finanzaspekt. Da scheint eine Zuwendung aus einer geheimen oder unerwarteten Quelle zu kommen. Gleichzeitig könnt ihr jetzt eurerseits in der Familie eine finanzielle Verantwortung übernehmen, wofür man euch sicherlich sehr dankbar sein wird. Am 30. Oktober geht der Mars in den Skorpion und bildet für 6 Wochen günstige Aspekte. Dann läuft manches runder und weniger anstrengend. Das lange Wochenende mit Halloween sollte euch und euren Ahnen gehören und ihr solltet die Tage mit Menschen verbringen, die ihr liebt.
Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF-Dossier zum Monatshoroskop gibt's als Halloween-Geschenk kostenlos zum Download auf meiner Homepage. Und ein Link unten in der Videobeschreibung führt euch direkt dorthin. Hallo, ihr wunderbaren Wassermanngeborenen und Wassermann-Aszendenten. Freut euch auf einen starken Monat, in dem ihr in vielen Bereichen vorankommen und Fortschritte erzielen könnt. Davon wird euch auch der rückläufige Merkur nicht abhalten, auch wenn ihr vom 27. September bis zum 18. Oktober beachten solltet, dass es gelegentlich nicht ganz rund läuft, weil Missverständnisse auftreten oder Informationen fehlen. Aber sonst gibt euch der Kosmos viel Rückenwind, und zwar sowohl persönlich als auch für eure Karriere. Diese gute Phase begann schon im September mit dem Eintritt von Mars in die Waage und ihr dürft euch darauf freuen, dass dieser Schwung noch bis Monatsende im Oktober anhält. Die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn stehen beide im Wassermann und verbinden sich günstig mit anderen Faktoren. Das seht ihr an diesen blauen Aspekten. Und das kommt alles euch zugute. Wenn ihr in der ersten Dekade Geburtstag habt und unter dem Einfluss von Saturn steht, waren die vergangenen Monate sicher sehr anstrengend für euch. Ihr hattet es nicht leicht, eure Ziele zu verfolgen und euch dabei gleichzeitig um andere Baustellen zu kümmern, zum Beispiel in der Familie oder Wohnsituation. Aber jetzt im Oktober sieht es so aus, als könntet ihr euch besser auf anspruchsvolle Aufgaben konzentrieren und dabei auch Unterstützung erhalten. Der Merkur ist zwar rückläufig, steht dadurch aber den ganzen Monat über günstig für euch. Wenn es etwas zu recherchieren und zu erforschen gibt oder falls ihr nochmal in die Vergangenheit zurückblicken wollt, um daraus für die Zukunft zu lernen, ist das sogar optimal dafür. Nur die Unterschrift unter neue Verträge solltet ihr möglichst auf die Zeit nach dem 18. Oktober vertagen. Und wenn das nicht möglich ist, alles doppelt und dreifach prüfen. Der Neumond in der Waage am 6. Oktober steht sehr gut. Er regt euch an, Zukunftspläne zu machen, und zwar für die nächsten 4 Wochen oder auch die nächsten 12 Monate. Und gegebenenfalls denkt sogar über die nächsten 2 bis 3 Jahre nach. Ihr solltet die Neumondphase nutzen, um euch Listen zu machen, welche Ziele ihr in Angriff nehmen wollt und wer euch dabei unterstützen kann. Falls ihr mit Reisen, Auslandskontakten, Wissensvermittlung, Lehre, Forschung, Therapie, Psychologie und Heilung zu tun habt, seid ihr besonders angeregt und inspiriert. Und bis zum 24. Oktober habt ihr auch super Reisesterne. Am 7. Oktober geht die Venus in den Schützen und das ist sehr erfreulich. Für den Rest des Monats blüht und gedeiht euer soziales Leben und ihr erhaltet Unterstützung von netten Menschen und findet auch in eurem beruflichen Netzwerk Leute, die sich für eure Projekte begeistern. Fest Liierte können sich nun um den gemeinsamen Freundeskreis kümmern. Für Singles kommt keine Langeweile auf, da sie gerne eingeladen und an geselligen Unternehmungen mit der Clique beteiligt werden. Auch die Liebe kann blühen, vielleicht sogar mit jemandem, mit dem ihr vorher schon befreundet wart. Oder Freunde stellen euch eine Person vor, die ihr äußerst aufregend findet. Etwas heikel kann die Phase vom 9. bis 19. Oktober werden. Es könnte sich ein Konflikt zwischen 2 Frauen ergeben, mit denen ihr beiden befreundet seid. Vielleicht entwickelt ihr ein Liebesinteresse an einer von den beiden und dadurch kommt es zu Spannung. Es kann aber auch sein, dass ihr in einem solchen Fall als RatgeberInnen gefragt seid. Aber dann seid vorsichtig, nicht, dass ihr da zwischen die Fronten geratet. Erfreulich ist diese Phase, wenn ihr psychologisch oder therapeutisch arbeitet. Eure Patientinnen und Klienten und ihre Fälle werden euch dann sehr inspirieren und ihr habt tolle Ideen, wie ihr ihnen helfen könnt. Am 18. Oktober wird dann der Merkur wieder direktläufig und danach lassen sich eventuell Missverständnisse klären oder fehlende Informationen tauchen auf. Dann läuft es noch besser als sowieso schon. Der Vollmond am 20. Oktober steht günstig und vielleicht zeigt sich dann schon ein erster Erfolg mit einem Projekt, das ihr zu Neumond angedacht hattet. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen euer Karrierehaus, gefolgt vom Mars am 30. Oktober. Stellt euch schon mal darauf ein, dass ihr im November wahrscheinlich häufiger ziemlich gefordert sein werdet.
Solltet ihr daher im Oktober die Zeit finden, mal auszuspannen oder vielleicht sogar eine Reise zu unternehmen, wäre das zu empfehlen. Und zwar am besten vor dem 24. Danach kann schon die erste berufliche Anforderung auf euch zukommen. Und dann lohnt es sich, bereit zu sein. Denn vom 26. bis 29. Oktober habt ihr einen tollen Finanzaspekt. Das sieht nach günstigen Verhandlungen und einem guten Abschluss aus. Falls es Grund zum Feiern gibt, freuen sich alle mit euch. Wahrscheinlich werdet ihr sowieso häufig eingeladen. Verbringt das Wochenende mit Halloween ausgelassen und entspannt. Danach gibt es wahrscheinlich viel zu tun. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das PDF mit dem Dossier zum Monatshoroskop gibt es als Halloween-Geschenk, nämlich kostenlos zum Download auf meiner Homepage. Und ein Link unten in der Videobeschreibung führt euch direkt dorthin. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Es sieht nach wichtigen Entwicklungen in euren festen und verbindlichen Partnerschaften aus und dabei geht es häufig ums Geld oder um gemeinsame Anschaffungen. Da scheint viel Aufmerksamkeit hinzugehen. Das heißt aber nicht, dass ihr nicht flirten könnt. Einfach, weil ihr immer flirten könnt. Mit Verzauberungsplanet Neptun langfristig in eurem Zeichen lockt eure Ausstrahlung auch im Oktober Verehrerinnen und Verehrer an. Es ist nur die Frage, ob ihr den Kopf frei habt, euch mit ihnen zu beschäftigen. Die besten Gelegenheiten gibt es ab dem 19. September und bis zum 7. Oktober. Da hilft euch die Venus dabei, in Liebe und Flirt schöne und auch erotische Momente zu erleben. Der Neumond in der Waage am 6. Oktober fällt in den Bereich eurer tiefen und verbindlichen Beziehungen, aber auch der Verträge und geschäftlichen Verbindungen. Die Konstellation aktiviert auch Chiron, der langfristig bei euch im Geldhaus steht. Chiron, der verwundete Heiler, möchte, dass ihr lernt, zu euren Werten zu stehen und bringt euch eure Glaubenssätze bezüglich Geld und Besitz ins Bewusstsein. Vielleicht gibt es eine finanzielle Situation zu heilen, die euch auch emotional und seelisch nicht kalt lässt. Wundert euch nicht, wenn euch finanzielle Fragen im Kopf herumgehen. Zum Beispiel, wer wie viel Geld in die Beziehung einbringt oder wie ihr eine gemeinsame Anschaffung bewerkstelligen könnt. Es bietet sich an, zu Neumond über diese Themen nachzudenken. Die Konstellationen sind gut, um Hilfe, Unterstützung, Eingebungen und Erkenntnisse zu eurem Wertesystem zu erhalten. Dabei mag auch eure Familie oder Wohnsituation eine Rolle spielen. Zum Beispiel, wenn ihr gerade überlegt, eine Immobilie zu erwerben oder umzuziehen. Ihr habt mittelfristig einen etwas schwierigen Einfluss von Lilith, die auf Konflikte mit Familienmitgliedern hinweist, vor allem Frauen. Aber jetzt zum Neumond zeigen die Konstellationen die Möglichkeit, dass alle an einem Strang ziehen, um ein gemeinsames Projekt zu stemmen. Einige von euch haben auch mächtige Freundinnen und Freunde oder berufliche Kontakte, von deren Erfahrung und Einfluss könnt ihr dann auch finanziell profitieren. Alle diese Themen könnt ihr in die Neumond-Meditation einfließen lassen und euch dazu etwas wünschen oder um Klarheit und Inspirationen bitten. Ihr könnt auch ein Ritual zum Thema Reichtum und Fülle durchführen. Anregungen dazu findet ihr in meinem Video zum Göttinnen-Neumond oder in meinem Dossier für euer persönliches Ritual. Behaltet eure Erkenntnisse aber noch für euch und lasst sie erstmal sacken, und zwar am besten bis zum 24. Oktober. Beziehungsweise sprecht nur mit Leuten drüber, denen ihr absolut vertrauen könnt. Kaufverträge solltet ihr möglichst erst ab dem 18. Oktober abschließen, besser sogar noch nach dem 28. Und wenn das nicht geht, müsst ihr euch gründlich absichern und alles genau überprüfen. Am 7. Oktober geht die Venus in den Schützen und aktiviert euer Karrierehaus. Dann habt ihr 4 Wochen, in denen ihr euch im besten Licht präsentieren könnt. Problematisch können allerdings Beziehungen oder Flirts sein, die sich im beruflichen Bereich ergeben, besonders in der Zeit vom 9. bis zum 19. Oktober. Da zeigen die Sterne einen Konflikt an, der könnte mit einer Konkurrenzsituation zwischen 2 Frauen zu tun haben. Vielleicht auch mit eurer eigenen Rolle als Frau im Spannungsfeld zwischen Beruf und Familie. Das sind komplexe Aspekte. Schaut einfach, dass ihr während dieser Zeit Entscheidungen mit größeren Konsequenzen erstmal zurückstellt. Der Merkur ist ja auch noch rückläufig bis zum 18. Oktober. Da kann es schnell passieren, dass man euch missversteht oder dass ihr selbst nicht alle Informationen habt, um die Situation zu überblicken. Der Vollmond am 20. Oktober beleuchtet eure Vorhaben und Wünsche vom Neumond, aber die Konstellation ist recht emotional. Für Verhandlungen ist das nicht günstig. Das ändert sich langsam,
ab dem 23. Oktober. Dann geht die Sonne in den Skorpion, gefolgt vom Mars am 30. Oktober. Und beide bilden stärkende und konstruktive Aspekte für euch. Für alle Bereiche, in denen ihr euch sicher fühlt und mit vertrauten und verlässlichen Menschen und Strukturen zu tun habt, geben die Sterne dann für die nächsten 4 bis 6 Wochen grünes Licht, um schwungvoll eure Ziele zu verfolgen und voranzukommen. Vom 24. bis 28. Oktober sind jedoch lukrative Chancen und Gelegenheiten mit Vorsicht zu genießen. Eine Situation oder ein Angebot könnten undurchschaubar sein oder ihr schätzt die Sache falsch ein. Wenn ihr einen neuen Flirt anfangt, der heimlich bleiben muss, solltet ihr während dieser Tage zurückhaltend damit umgehen. Am besten noch bis zum 5. November. Zu Halloween habt ihr sehr schöne Sterne für die spirituelle und magische Arbeit. Es bietet sich zum Beispiel eine Zeremonie in einer kleinen Gruppe mit Gleichgesinnten an. Es könnte jedoch auch Überraschungsbesuch auf der Matte stehen oder ihr erhaltet spontan eine witzige Einladung. Das waren eure Tendenzen im Oktober und die könnt ihr auch nochmal nachlesen. Das Dossier mit dem Monatshoroskop gibt's als Halloween-Geschenk kostenlos zum Download auf meiner Homepage. Ein Link unten in der Videobeschreibung führt euch direkt dorthin. Und hier kommt für euch der Serviceteil mit Neuigkeiten und Terminen. Die Meisterklasse rückt näher. Wenn ihr schon mit den Planeten, Zeichen und Häusern eures Horoskops vertraut seid, dann wird es jetzt richtig spannend. Denn in der Meisterklasse geht es um Aspekte und Transite und damit um euren Eintritt in die Welt der Prognose und der Partnerschaftsastrologie. An 9 Abenden im Oktober und November bringe ich euch alles bei, was ihr dafür wissen müsst. Das wird genial und ich freue mich riesig drauf. Der Kurs kostet 390 Euro inklusive ausführlichem Kursmaterial. Und noch bis zum 30. September könnt ihr euch die Meisterklasse zum Frühbucherrabatt sichern und spart 60 Euro. Die Infokarte hier und natürlich auch ein Link unten in der Videobeschreibung führen euch direkt zu allen Infos und Terminen und zur Reservierung eures Kurses. Falls ihr Beratungsbedarf habt, findet ihr auf meiner Homepage meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen, die auf der Basis eurer Geburtsdaten erstellt werden. Die Links zu den einzelnen Produkten findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Und außerdem gibt es jetzt auch eine Reihe von Dossiers mit wichtigen Themen zum Nachlesen. Zum Beispiel die 90-Sekunden-Regel, dann ein Dossier mit Inspirationen, wie ihr ein persönliches Ritual gestalten könnt oder das Special über Lilith in den Zwillingen. Sehr praktisch ist auch die neue Dekaden-Geburtstagsliste. Alle Service-Produkte könnt ihr für eine kleine Gebühr als PDF herunterladen und die Links dazu sind unten in der Videobeschreibung. Und das Dossier mit den Texten zum Monatshoroskop bekommt ihr jetzt im Oktober als Halloween-Geschenk kostenlos zum Download. Da gibt es einen Extra-Link, den findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream ist am 5. Oktober. Dann schauen wir uns den Neumond in der Waage an und vielleicht werfen wir dann auch schon mal einen Blick in das neue Jahrbuch 2022. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. In der Verlosung gibt es diesmal den neuen Antonias Sternekalender 2022 zu gewinnen mit 12 wunderschönen kosmischen Motiven und dem Kalenderteil, wo alle wichtigen Konstellationen verzeichnet sind. Teilnehmen könnt ihr, wenn ihr meinen Kanal abonniert habt und mir hier auf YouTube einen konstruktiven Kommentar postet. Ich freue mich immer über eure Rückmeldung, wie meine Prognosen für euch passen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder livestreame. Und wer gewonnen hat, gebe ich im Monatsvideo für den November bekannt. Das geht um den 20. Oktober rum online. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Ausführliche Infos zur Meisterklasse findet ihr auch in dem Video zum Jungfrau-Neumond. Lilith in den Zwillingen hilft euch dabei, die innere Schamanin zu verstehen. Unbedingt empfehlen möchte ich euch auch mein Video mit Christoph Niederwieser, Aufbruch in die Luftepoche. Alles Gute mit den Sternen!